Willkommen zu einem neuen Part von Ark bei mir. Ich werde heute mal versuchen, mir hier so ein Brontosaurus alleine zu schnappen. Ich weiß noch nicht genau, wie das ist, wenn ich mich hinter Steinen oder so verstecken werde. Ob er mich dann erwischt mit seinem mächtigen Schwanz. Und ob ich den von dieser Entfernung hier treffen werde. Einfach immer. Oh, da hat er mich direkt erwischt. Auch nicht viel. Das ist ja ganz schön schnell, das Vieh. Irgendwie zieht er mir nicht viel ab. Fest hängen geblieben beim Stein. Das ist gut für mich. Da erwischt er mich trotzdem noch, aber irgendwie, auch wenn er mich trifft, komische Sache. Schießt auch daneben. Nicht, wie viele Pfeile ich hier verbrochen werde, aber das ist gut, dass er da schon mal festhängt. Macht das um einiges einfacher, die Sache. Wie brauche ich denn noch einen Pfeil, ne? Ah, nicht bewegen. So, wollen wir jetzt abbauen? So nicht, mein Freund. Du bleibst schön hier. Du wirst mein neues Reittier. Eigentlich müsste er mich auch jetzt ganz mit seinem Schwanz treffen. Na, ist er schon down? Oh, scheiße. Das war nix. Ach, nicht, dass auch noch jeder die anderen Viecher trifft und die ihn angreifen. Na, jetzt ist er umgeplumpst, der Dicke. Ach, jetzt habe ich gar keine Bären gesammelt. Aber ja, mal schnell hier ein paar abgreifen. Das schon mal reintun kann. So, und dann zum Glück ist mein Lager nur einen Katzensprung entfernt. Kann ich eben die ganzen Bären von meinen Bärenfressern ziehen. Ich hoffe nur, dass hier in der Nähe jetzt keine Fleischfresser rumrennen, die mir den aufessen werden. Schnell immer mal rüberrennen. So, ich habe mir mal fix eben ein paar Bären von meinen Tieren geklaut. Gegessen hat er eh noch nichts, ah doch, aber nichts so gebracht, dass er auf den Dings darauf kommt. Schauen, wie viel Bären der verputzen muss. Einfach mal alles hier reinhauen. Aber die kannst auch direkt hier mal essen. 4000 von, keine Ahnung wie viel. Ah, das ist geil. 96%, dass er plus 10 Level kriegt. Schauen wir, wie das am Ende dann noch aussehen wird. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn er kommt auch auf Level 30. Aber jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen die Gegend absuchen nach Fleischfressern. Nicht, dass irgendwer mir den hier wegholt. So, mittlerweile bin ich hier schon bei der Hälfte angekommen. Nach etlichen Stunden Wartens. Und ja, okay, die Bewusstlosenleiste geht eigentlich relativ langsam runter. Da muss man schon ab und zu eine Paste nachlegen, aber das geht eigentlich im Verhältnis zu dem Temming. Und was ich gerade jetzt mal gesehen habe, der liegt erstmal mit dem Kopf hier im Stein drin.
Ist auch eine geile Sache. Und einen steifen Schwanz hat er. Kann so schön hier drauf lang balancieren. Und sehen erstmal, wie lang das Ding wirklich ist. Ja, ab und zu renne ich immer ein bisschen Patrouillen, gucke, dass hier keine Fleischfresser da sind, aber sonst kann man zwischendurch eigentlich irgendwas anderes machen. Ich habe mir einfach eine Serie reingezogen nebenbei. Einfach hier nebenstehen oder irgendwas anderes machen. Das ist dann doch zu langweilig. Ab und zu mal ein Auge drauf haben, wie die Leisten hier so sind oder was hier so rumrennt an Viechern. Und warten. So, nach stundenlang warten, habe ich es auch endlich geschafft, ihn zu zähmen. Wie nennen wir den mal hier so? Und dann direkt hier schon den Sattel drauf einmal. Brauchen wir den. Gar nicht großer Sattel. Können auch 20 Leute drauf sitzen. Na gut, dass er einen Rückwärtsgang hat. Ah, so schnell ist er ja nicht. Ah, toll, und jetzt soll ich hier runterspringen? Wenn ich hier rausgehe oder. Jetzt schnell. So. Wo ist denn jetzt? Da. Der war ein Stück hier wegpacken. Damit ich mal ein bisschen hier mit dem ausprobieren kann, was der alles so drauf hat. Okay, ein paar Bäume rausreißen. Ja, der sahnt auch gut an. Da kurt die Bären ab. Na komm, jetzt hau ich ein paar Bäume raus. Und wie sind die Werte von dem so? Okay, Gewicht ist geil, mit dem kann man gut farmen gehen. Ja, als nächstes werde ich mir versuchen, mal so einen Mammut oder so einen T-Rex zu angeln. So, ich muss nur noch irgendwie versuchen, den hier in mein Lager reinzukriegen. Ich hoffe, dass ich irgendwie durch das Tor quetschen kann oder dass ich den irgendwie anders über den Zaun kriege. Weil sonst muss er wohl draußen schlafen. Na und, wird das wohl was? Komm, gib dir Mühe. Also ich brauche anscheinend definitiv ein viel größeres Tor. Drüber kommt er auch nicht. Eigentlich müsste er nur einen großen Schritt machen. Ah, geh mal zurück. Wie so ein Schwertransporter. Piep, 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 piep. Und mit Anlauf, ne, auch nicht. Komm, dann nochmal einen Schritt zurück. Und dann muss ich mal andersrum hier versuchen. Da ist ja auch schwer, mit dem zu laufen und zu wenden. Wie so ein Riesenbaby. Aber coole Sache, mit diesem extrem großen Sattel. Darauf kann man oben schon Partys feiern. Mal gucken, ob wir über den kleinen Zaun hier so einen Schritt rüber machen kann und... Jo, das läuft. Da ist er endlich drinne. Gut, dass ich den Zaun noch nicht so hochgezogen habe. Aber geile Sache, das Vieh. Zwar ein bisschen langsam.
Aber die Größe ist geil. Jetzt kann ich nur noch hier runterrutschen und... Hui! Anders kommt man anscheinend nicht runter. Nur doof ist, wenn er den Schwanz auf einmal irgendwann oben hat. Dann werde ich mich an der Stelle verabschieden und mich an den nächsten Part ranmachen. Bis zum nächsten Mal.